Rose, hier Kommando. Sie sollten jetzt Sichtkontakt zur Station haben. Lange durch. Rein da und erledigt es. Verstanden. Gehen rein. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zur heutigen Call of Duty Ghost Folge. Ja, wie immer, oder fast immer täglich, das ist ja nicht immer so, vergnüge ich ein bisschen die Wartezeit auf die Gameplay-Szenen. Ja, was kann ich darüber berichten? Ich habe eigentlich halt vor einer, weiß nicht, wann habe ich angefangen? Vor 4-5 Stunden. Habe ich auch gesagt, ich werde wahrscheinlich Call of Duty Ghost nicht durchspielen an meinem Tag, aber irgendwie hat mich das Spiel so gepackt und gefesselt. Ja, kaum zu glauben, mich eigentlich, der eigentlich Call of Duty überhaupt nichts an Hut hat. Spiele ich es dann doch durch, ne? Ich meine, warum nicht, ne? Festplatte hat noch Platz. Schwere Föderation-Verstärkung greifen unsere Bodentruppen an. Lagebericht. Achtung, Merrick, wir haben es zur Station geschafft. Beeilung, Ikaros! Haben hier unten schweren Beschuss! Ikaros im Anflug. Es wird heiß. Übernehmen wir diese Station. Dann lassen wir es selber krachen. Anzüge aktiviert. Feindkontakt! In Deckung! Ziele! 12 Uhr hoch! Oh ja, das ist gar nicht mal so einfach. Auch hier wieder wie das mit Unterwasserlevel damals. Ziemlich kompliziert. Diese Steuerung. Ich glaube, das ist schon kurz vorm Finale. Kann ich mir gut vorstellen. Lange kann das Spiel nicht mehr gehen, ne? Also wir sind ja schon bei 4,5 Stunden ungefähr. Wo ist denn bei der Raumstation die Zentral? Ach hier. Oh nein, lass mich leben, lass mich leben. Nein, Mensch, ich war auch schon jetzt in der Deckung. Scheiß Netcode. Ne, der kommt erst im Multiplayer zustande. Oh, da fliegen ganze Raketen runter, das ist nicht gut. Kontakt auf 12 Uhr. Zugang gesichert. Rein da. Ja, und schon wird das alles zerstört im Weltraum. Ziele, 12 Uhr, hoch! Achtung, Ikaros, haben die Trägerflotte verloren. Lagebericht. Sind beim Kontrollraum. Wir nehmen jetzt den direkten Weg. Wir müssen die Außenwand durchbrechen. Weiter Druck machen! Das Weltraum-Setting hier ist eigentlich ganz lustig, auch wenn es totaler Käse ist, aber... Es hat irgendwas, ja. Ich glaube, da haben sie sich gerade selber nicht ernst genommen im Entwicklerstudio. Ich glaube kaum, dass sich da irgendwas ernst dabei gedacht haben in dieses Level. Oh, Magazin schwebt hier rum. So. Eine endliche Flut an Gegner spawnen. Irgendwo muss da noch sein, die schießen die ganze Zeit, aber ich sehe keinen. Ah, ja. Alles sicher! Vorwärts! Unsere Bodeneinheiten mussten sich zum Landeplatz zurückziehen. Sie werden von einer ganzen Division angegriffen.
sind denn meine Kollegen? Ach, da unten? Nee, oder? Wir müssen diese Orbitalangriffe stoppen. Ach, da sind sie. Mensch, ich hab's schon gesucht. Ich kenne das nur, dass Call of Duty mal zeigt, wo ich hin muss. Aber das ist gerade irgendwie nicht so der Fall. Finde ich gut übrigens. Ladungen platziert. Hoffentlich funktionieren diese Dinger hier. Tja. Eigenartiger Preach. Im Weltraum. Sowas gab's noch nie in Call of Duty. Innovation. Bam. Sicher. Übernimm die Steuerkonsole. Na klar, wo ist sie denn? Ich habe keine Ahnung, ich war noch nie im Raumschiff. Ach, hier. Achtung, Merrick. Haben Kontrolle über die Station. Verstanden, Icarus. Übermitteln feindliche Position. Zeigt es ihnen. Okay, Satelliten 3, 4 und 8 geladen und bereit. Thompson, Abschuss einleiten. Alle Stäbe unterwegs. Stelle Verbindung zur Zieldrohne her. Connectacto. Gargando Datos. Oh, was ist das denn? Drohne. Ach, guck an. Oh, Mann. Icarus, Feuer auf schwer gepanzerte Bataillone konzentriert. Zielerfassung online. Feuern, wenn bereit. Ja, einfach mal großflächig. Alter, wie bescheuert. Mein Schnellweg kann ich Jets erwischen. Jegliche Verstärkung neutralisiert. Alter, ey. Die haben so eine Macke bei Activision. Wiederhole, Verbündete auf dem Zug. Icarus, übertrage Panzerkolonne der Föderation. Vorsicht, sie sind genau über euch. Ich weiß nicht, was sie geraucht haben bei Infinity Ward, aber egal was es war, es muss gute Ideen bringen. Ja, ich glaub's auch. Bodeneinheiten werden flankiert. Besteht Sichtkontakt? Sichtkontakt bestätigt. Ziel wird erfasst. Gute Arbeit, Icarus. Lokale Truppen können sich um die restlichen Feindeinheiten kümmern. Bereit, das glaube ich aber auch. Verbleibende Föderationsschiffe bei Icarus, warten Sie. Icarus, besteht weiter Sichtkontakt zum Zug Südwest? Bestätigt. Vorherigen Befehl ignorieren. Den Zug erfassen und feuern. Aber Sir, es sind Ghosts auf dem Zug. Der Befehl kommt von den Ghosts. Bestätigt. Wiederhole. Bestätigt. Auf den Zug feuern. Thompson, feuern, wenn bereit. Na gut, ich feuere einfach mal auf meine eigenen Leute. Warum nicht?